Joschka Fischer ist nicht mehr das Gesicht der Grünen. Die Grüne Partei sucht nach neuen Gesichtern, nach frischen Gesichtern. Lange Jahre in der Regierungszeit haben sie ein bisschen ausgelaugt. Ein Gesicht könnte Jan-Philipp Albrecht werden, der neue Sprecher der Grünen Jugend. Hallo Jan. Hallo. Schön, dass du da bist. Bist du ein Fischerianer? Nein, ich würde sagen, wir sind schon eine andere Generation. Als Joschka Fischer quasi seinen Abgang angekündigt hat, meinte er, wäre der letzte Rock'n'Roller der Politik. Auf einem Parteitag hat er es mal gesagt. Ist ja schlecht für euch, wenn der Rock'n'Roll jetzt abgetreten ist, was kommt danach? Daraufhin haben wir erwidert, wir sind die Remix-Generation. Wir sind diejenigen, die sozusagen neu auflegen und neue Akzente setzen. Und deswegen würde ich schon sagen, wir sind eher die neue Generation der Grünen und nicht eine Neuauflage der Alten nur, sondern eben auch mit Zusätzen. Aber Remix klingt ja schon nach dem Gleichen nochmal aufgepeppt, oder? Remix im Sinne von, wir setzen auch neue Akzente, in welche Richtung es geht, also auch eine andere Musikrichtung vielleicht ein bisschen mehr elektronisch auch statt Rock'n'Roll. Also da bestehen schon auch Unterschiede, ja, wenn man es jetzt musikalisch ummeint. Okay, lass uns.